Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Über die Hälfte der Erwachsenen hier sind zu dick. Der 46-jährige Thomas bringt 167 Kilo auf die Waage und ist damit adipös. Jeden Morgen führt sein erster Gang zum Spiegel. Ich sag mal, Körperpflege ist richtig wahr, ne? Wenn du sonst schon nichts hast, dann sollst du dich wenigstens ein bisschen pflegen, ne? Der Hartz-IV-Empfänger kann mit Modelmaßen nichts anfangen. Sein Schönheitsideal findet sich in den 50ern. Rock'n'Roll, Rockabilly, alles, was dazugehört. Ich liebe diese Zeit einfach. Die ganzen alten Autos, die Musik. Ich denke mal, daher kommt wohl auch der Ausdruck Wohlstandsplauze. Weil jeder, der was von sich gehalten hat, also so Direktoren und so was alles, die halt die dicken Autos gefahren haben, wie den alten Opel-Kapitän oder, ne? Die haben natürlich alle so eine Pocke gehabt, ne? Also, ja, und wer beschwert sich einer über meine? Die Pfunde sind längst Teil von Thomas' Identität, auch wenn dem 46-Jährigen bewusst ist, dass er zu viel wiegt. Aber 110, da würde mir schon reichen. Das sind dann noch mal so ein paar Kilos, die ich da noch abzunehmen habe. Du willst kein Dünner sein? Nee. Mein ganzes Leben lang bin ich stabil, dick, moppig gewesen, selbst als Kind. Warum soll ich das jetzt ändern? Seit einem halben Jahr ist Thomas arbeitslos. Meist ist er zu Hause und lebt eine eher ungesunde Routine. Mein Frühstück morgens. Pott Kaffee, dann auf Couch, dann erstmal ein Kippchen rauchen. Und außerdem hier, guck mal da rein. Ein bisschen, weil ich da drin hab. Weil du kein Geld hast, dann, ja, dann hast du ja halt nicht viel im Kühlschrank und musst gucken, wie du klarkommst. Da hole ich mir irgendwelche Fertiggerichte, irgendwelche Paella oder irgendwelche Barmi Goreng oder wie die Scheiße heißt, keine Ahnung. Naja, und dann halt geht das teilweise dann halt doch ein bisschen auf die Plauze, ne? Ja, aber will man machen, mein Gott. Ja. Aber jetzt erstmal Kaffee und Kippchen. Sonst geht kaputt. Seit dem Duisburger der geregelte Tagesablauf fehlt, hat er 20 Kilo zugenommen. Der 46-Jährige hat wenig Bewegung und viel Zeit zu essen. Bei mir ist das nicht ein Hungergefühl, es ist Langeweile. Dann auch, wenn irgendwas nicht so klappt, wie du es haben willst, dann hast du so eine Frustfressattacke. Dann bist du zu faul zum Einkaufen, dann lässt du dir was kommen. Und, ja, und das sind natürlich die Kalorienbomben. Ne? Nicht nur der Job fehlt. Thomas fühlt sich auch oft allein. Am meisten vermisst man natürlich eine Frau an seiner Seite. Ne? Das wäre natürlich das Schönste. Frauen kennenzulernen, ist jetzt nicht das Problem. Die sehen mich aber teilweise alle als guten Freund, guten Kollegen, mit dem man was unternehmen kann, mit dem man mal rausgehen kann, mit dem man lachen kann, mit dem man sich unterhalten kann. Aber beziehungstechnisch ist da schon eher mau, also eher weniger. Der Charme des selbstbewussten Rockabilly-Fans kommt durchaus beim anderen Geschlecht an. Doch nach 7 Jahren eher enttäuschender Liebeleien möchte Thomas endlich eine feste Beziehung. Ich habe da jemanden kennengelernt und der wollte ich jetzt eigentlich mal eine Nachricht geschrieben haben. Die habe ich in einem Rock'n'Roll-Chat kennengelernt, über Facebook. Vielleicht ergibt sich da ja was, vielleicht habe ich ja noch Glück. Wir werden sehen. Hallo, der Herr. Muss leider arbeiten, hat nur kurz Pause. Also wäre auf jeden Fall eine Marke für mich. Ist auch nicht ganz schlank, ne? Ich stehe eher auf Frauen, wo er dran ist. So mit so Püppchen, so weiß ich nicht. So Barbie-Püppchen kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Von der Figur her ist die top, die Frau, definitiv. Weil das ist ja auch das Frauenbild von früher. Das sind alles Frauen gewesen, wo auch ein bisschen was dran gewesen ist. Man guckt sich alleine mal Marilyn Monroe an. Das war auch keine magere Hippe oder so, so wie heutzutage, ne? Also da war auch ein bisschen was dran, fand ich klasse. Ich habe sie gerade gefragt, ob sie nicht mal Lust hätte, sich mit mir zu treffen. Schreibt sie nicht mehr? Bin sehr neugierig auf dich, live und in Farbe. Klingt doch schon mal vielversprechend. Fotos haben die zwei schon ausgetauscht und Thomas hat sein Gewicht dabei nicht verheimlicht. Jetzt hofft er, dass aus dem Internetflirt mehr wird. In einer Woche steht das erste Date an. Ja, schlimmste wäre für mich, wenn der ankommen würde und sie dann wirklich da steht, sich umdreht und sagt, nein. Und denkt sich nur ihren Teil und dreht sofort wieder um. Das wäre natürlich nicht so schön. Ne?
Sein Übergewicht ist für Thomas kein Grund, der Frauenwelt fernzubleiben. Lieben will man auch mit Wohlstandsplauze. Gemeinsam abnehmen, das ist das große Ziel von Andreas und Julia. Doch das Paar steckt in der Krise. Ich meine, den Kühlschrank, den kann man natürlich auch mit gesunden Sachen so vollstopfen. Wir müssen das unbedingt hinkriegen. Das klappt so nicht. Doch Andreas hält Sport und Diät einfach nicht durch. Julia zieht die Konsequenz und macht Schluss. Für Andreas ein Wendepunkt. Durch Ernährungsumstellung nimmt er endlich ab. 180,2 Kilo von 193. Das ist eine Sensation. Julia ist stolz auf ihren Ex und nimmt ihn mit zur medizinischen Voruntersuchung in Köln. Hier erfährt das frisch getrennte Paar von der Möglichkeit, ihre Fettschürzen wegoperiert zu bekommen. Das ist Wahnsinn, wann das weg ist. Wir können dann endlich Mode zu. Seit 2013 hat Julia etwa 90 Kilo verloren und ist ihrem Ziel so nah wie nie zuvor. Andreas hat 170 Kilo runter und kann sich trotzdem kaum bewegen. Die OP soll das ändern. Julia und Andreas einiges getan. Hab ich mit Julia wieder vertragen. Wir sind auch wieder zusammen und bin auch mittlerweile bei ihr eingezogen. Es ist schon ein komisches Gefühl. Einerseits freue ich mich, andererseits, ja, es ist halt, es sind immer noch Auf und Abs bei uns und ja, wollen wir hoffen, dass alles gut geht. Nach 3 Monaten Beziehungspause geht das Paar jetzt aufs Ganze. Andreas hat seine Wohnung im 10 Kilometer entfernten Otterberg gekündigt. Hi. Hallo, na? Ist das jetzt die letzte Fuhre für heute? Oder? Das allgemein das Letzte, also das ist fertig jetzt. Mit einem Andreas, der nicht abnehmen wollte, sah Julia keine Zukunft mehr. Der 200-Kilo-Pfälzer war nicht nur ungesund dick, sondern für Julia auch körperlich unattraktiv. Andreas weiß das. Wenn die OP jetzt noch nicht wäre, glaube ich nicht, dass wir noch mal zusammengekommen wären so schnell. Weil das halt schon wichtig ist, dass alles wegkommt, dass der Fettlappen wegkommt und dass ich einfach abnehme und auch dadurch länger lebe. Jetzt, wo er die Möglichkeit hat, auf einmal knapp 25 Kilo abgenommen zu bekommen, wird es für ihn und für mich auch ein komplett neues Leben. Und ich sehe ihn jetzt auch wieder vollwertig als Partner, der dann auch komplett für mich attraktiv werden kann. Andreas hat Julia endlich bewiesen, dass er es schaffen kann. In den letzten 3 Monaten hat er 20 Kilo abgenommen und inzwischen prescht er dem gemeinsamen Ziel, schlank zu werden, schneller entgegen als Julia. Seit Wochen nimmt sie kaum noch ab. Okay, hast du schon ein bisschen eingeräumt? Genau, ich habe schon ein paar Sachen von dir reingemacht. Okay, super. Ob dir das reicht? Da hast du ja noch genug Platz, oder? Ja, das passt ja jetzt mittlerweile nichts mehr. Ja, dir passt es nicht mehr. Dir passt es nicht mehr, mir passt es wieder. Komisch, ne? Beide Partner hatten eine harte Kindheit. Diät und Sport lassen zwar die Kilos purzeln, aber sie legen eine verletzte Seele frei. Und das, was für beide immer ein Trostpflaster war, fehlt plötzlich. Das Essen, das hat komplett alles bei mir kompensiert. Und jetzt, wo es wegfällt, beschäftigst du dich komplett mit anderen Sachen als wie mit Essen. Es begleitet deinen Tagesablauf nicht mehr. Aber trotzdem denkst du darüber nach, was es mit dir angestellt hat und warum es überhaupt so weit gekommen ist. Der Fettpanzer war so wie eine Schutzmauer, weil das verletzte innere Kind, was ja mit einem gemacht worden ist, das ist nicht rausgekommen. Weil, wie gesagt, in dem Moment habe ich das verdrängt, was früher es war, und habe mich auf das Problem, was ich jetzt habe, das Vollfressen, konzentriert. Weil ich genau gewusst habe, es ist falsch, aber es hat mir gut getan. Ja, die sind ja da, die Probleme. Nur sie werden einem anders bewusst und man muss jetzt lernen, sie komplett anzugehen und auch zu akzeptieren. Und sich damit auseinandersetzen, um wirklich dann auch keinen Rückfall zu bekommen. Weil es ist wirklich immer noch
obwohl man abnimmt, präsent essen. Der Schutzpanzer fehlt, aber Julia und Andreas wollen sich gegenseitig Halt geben. Wir haben es geschafft, der Umzug. Jetzt wollen wir hoffen, dass es lang drin bleibt, ne? Stell dich gut an. Ich kann gut kochen. Ja, ja, das stimmt. Im norddeutschen Bremen sieht eine Frau ihr Übergewicht nicht als Schönheitsfehler, sondern als Krankheit. Ich bin Elke, 57, aus Bremen. Ich bin schwer essgestört, nennt sich Binge Eating. Mein Gewicht pendelt so zwischen 150 bis 160 Kilogramm. Und ich möchte eben halt allen mitteilen, dass dies eine schwere Erkrankung, eine schwere Essstörung, eine Suchterkrankung ist. Unter Binge-Eating versteht man unkontrollierte Essattacken. Bei Elke traten die zum ersten Mal vor 40 Jahren auf. Das jahrelange Übergewicht hat bereits schwerwiegende Schäden hinterlassen. Tagsüber kann die 57-Jährige sich kaum noch bewegen. Nachts fehlt ihr der Schlaf. Elke leidet an Schlafapnoe, sogenannten Atemaussetzern. Von den Ärzten wird man nicht mehr so ernst genommen. Das habe ich selbst veranlasst, als ich bei dem Hals-Nasen-Ohren-Arzt war. Da habe ich das so ein Gerät mitkriegt. Da habe ich mich selbst aufgezeichnet und dann er auch bestätigt, dass ich diese Aussetzer habe. Und das ist natürlich auf Dauer auch gefährlich, ne, für die Organe. So. Seit einem halben Jahr schläft Elke jede Nacht mit einer Atemmaske. Mache ich die Maske fertig. So. Jetzt packe ich meine Beine hier rauf und schieb den Hocker an, dass ich die Sitzposition habe, weil ich schlafe ja nur im Sitzen. So. So. Ja, jetzt atme ich ein und aus und so schlafe ich dann. Auf dieser Couch verbringt Elke seit 3 Jahren die Nächte. Trotz Maske, die durch eine Pumpe zuverlässig Raumluft in ihre Nase leitet, schläft sie selten länger als 3 Stunden am Stück. So, jetzt gehe ich davon aus, dass ich geschlafen habe. Und ich setze die Maske ab. Und ich muss das Gerät noch ungefähr 1 Stunde am Strom angeschlossen haben, weil der jetzt einen Schlafbericht macht. Hier wird jetzt angezeigt, dass die Maske richtig gesessen hat. Und der Befeuchter auch. Die arbeiten mit Smileys. Das sieht man da. Und laut Bericht habe ich auch nicht mehr so viele Aussetzer. Letztendlich erfahre ich ja dann vom Arzt, dann, wenn ich wieder im Labor bin, wie das gelaufen ist und wie die Werte jetzt sind. 80% aller Apnoe-Kranken sind übergewichtig. Will Elke die Maske loswerden, muss sie abnehmen. In Mönchengladbach werden für Lkw-Fahrer Rainer falsche Ernährung und zu wenig Bewegung zunehmend zum Gesundheitsrisiko. Mit 200 Kilo wiegt er deutlich mehr als gesund ist. Er schafft es kaum noch bis in seine eigene Wohnung. So, ja, eine 70-jährige alte Frau ist besser auf den Beinen wie ich. Eben eine Tablette nehmen. Rainers Sohn macht sich große Sorgen. Er könnte halt sterben. Oh, Alexander. Selbst kleinste Wunden werden zum großen Problem. Oh, da habe ich einen schweren Tag. Wenn das nicht sofort behandelt wird, dann entzündet sich das Bein und dann komme ich erst mal ins Krankenhaus. Eine Woche später ist das Bein immer noch nicht richtig verheilt. Übergewicht schadet auch dem Lymphsystem, das die Wundheilung normalerweise unterstützt. Rainer möchte sich daher von einer Venenspezialistin durchchecken lassen. Mein jetziger Gesundheitszustand, denke ich mal, ist schon gefährlich, weil ich halt ein gewisses Übergewicht mit mir rumschleppe. Ich möchte einfach nur, dass es ihm besser geht. Deswegen bin ich mit, um ihm zu helfen. Das Ergebnis hat man ja vielleicht bekommen. Hast du Angst vor? Ja, ein bisschen schon. Ja? Ja, weil es geht jetzt hier um vieles. Also, damit dir besser geht, damit du jetzt auch mal
irgendwo hingehen kannst, ohne dass du sagst, ah, meine Beine tun jetzt weh, können wir wieder zurück in Hause. In der Praxis von Dr. Uta Schlossberger ist man spezialisiert auf Fälle wie Rainer. Die Ärztin behandelt seit 20 Jahren Übergewichtige mit Lymphproblemen. So, hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Schlossberger ist mein Name. Ja. Hallo. Hallo. Das ist mein Sohnemann. Ich habe jetzt von Ihnen ein bisschen was bekommen. Ja. An Infos hier, an Material. Ist das richtig? Hatten Sie mal ein offenes Bein? Ich habe mir öfter schon offene Beine gehabt. Öfter? Also nicht nur einmal, sondern öfter. Ja. Das heißt, da besteht dann auch ja auch eine Schädigung der venösen Gefäße im Beinbereich. Ne? Wie sieht das denn jetzt im Moment aus? Ich könnte ja die Beine hochziehen. Ah, ja, das sieht man ja sehr schön schon. Okay. Da habe ich zum Beispiel Kratzer dieser Tage erlebt und dann habe ich das Problem, dass das nicht zuweilt. Das heilt nicht, ne? Genau. Nein, und ich trage normalerweise hier einen Kompressionsstrumpf. Okay, aber nur bis zur Mitte? Oder? Nur bis zur Mitte, ja. Das wäre schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Sie von halb auf ganz wieder gehen. Also. Kompressionsstrümpfe helfen dem Herz, das Wasser aus den Beinen zu pumpen. Doch die lange Variante war Rainer hinterm LKW-Steuer zu unbequem. Der zweite Punkt ist dann das Bauchfett, ja, weil das natürlich ein Risiko, ein ganz, ganz großes Risiko für Zuckererkrankung ist. Ja. Haben Sie da schon irgendwas in der Richtung? Da ist gar nichts. Nein, Zucker ist also sehr gut. Da würde ich gerne mal gucken, wenn Sie einmal so. Ja. Oh, ich brauche eine Assistenz. Kriege ich nicht hin sonst. So irgendwie von hinten. So, können Sie so lassen. Ist okay. Ja. Können Sie so lassen. Ja, ja, ist okay. Gut, wir haben jetzt einen Bauchumfang von 164 cm. Das ist, glaube ich, so viel, wie ich groß bin. Ab 102 cm ist das Risiko nahezu 100% an Diabetes zu erkranken. Also das wird kommen. Mhm. Ja, das habe ich hier gesehen. Sie haben mir netterweise diesen Patientenpass mitgebracht. Ja, da gehe ich immer mit mir unterwegs. Haben Sie immer mit, ne? Ja. Genau, das ist sehr, sehr gut. Jetzt sind da natürlich schon ein Haufen Medikamente für den Bluthochdruck. Ja, drin. Richtig. Ja? Und das bedeutet, dass das Herz durch das Gewicht, wissen Sie selber, deswegen schwitzen Sie so, wahnsinnig angestrengt ist. Mhm. Ja? Und das schafft es schon gar nicht mehr alleine, deswegen die Pillen. Ja. Ja? Wie alt sind Sie jetzt? 51. Okay, wenn man schon in dem Alter, sagen wir mal, die Dosis eines 80-Jährigen nimmt, ist das auch nicht ideal. Denn das ist eigentlich so Medikamente, die man dann so Richtung Ende des Lebens eigentlich nimmt. Mhm. Rainer muss endlich begreifen, was er bislang nicht wahrhaben wollte. Ich sehe ihn definitiv in einer Lebensgefahr. Das ist so. Er hat große Probleme mit dem Herzen, hat er dann auch zugegeben. Die Herzmittel müssen ständig erhöht werden. Das heißt, das pumpt schon nicht mehr richtig. Zusätzlich wissen wir, dass er wahrscheinlich einen Diabetes hat, den er auch so ein bisschen wegschummelt. Aber der ist da. Der nochmal die Gefäße schädigt. Dann haben wir noch die Venenschwäche, die er hat, wo das Bein ständig aufgeht. Das kann dann zu Entzündungen kommen und auch mal zu einem Thrombus und einer Embolie. Und das ist tödlich. Die knallharte Diagnose. Lebensgefahr durch Übergewicht. War jetzt nicht so toll wie erwartet, ne? Nee, habe ich mich auch ein bisschen besser vorgestellt. Ja, ne? Die Frau Doktor hat mich einiges aufgedeckt, was ich vielleicht vorher nicht so gesehen habe, dass ich auf jeden Fall was machen muss. Und das, was ich mache bis jetzt, ist nicht genug. Vielleicht hat einer oder andere noch hinzufügen. Ja, und dann sehen, was daraus wird. Rainer muss sein Leben radikal ändern.